Wenn ich einer Figur meine Stimme leihen dürfte, dann wäre ich wahnsinnig gern die deutsche Stimme von Travis Touchdown aus No More Heroes. Denn jede einzelne Zeile, die dieser Charakter spricht, ist einfach absolutes Gold. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, der ist die ganze Zeit irgendwie am Meckern und am Fluchen und am Pöbeln und am dumme Sprüche klopfen und gleichzeitig kämpft er eben in Assassinenkämpfen mit einem auf eBay gekauften Laserschwert. Also, was gibt's denn bitte Besseres? Ich weiß nicht, ob ich einen besseren Job machen kann als der englische Sprecher, den sie ja auch für den dritten Teil wieder zurückgeholt haben, weil der einfach so ikonisch ist. Aber ich würde es zumindest versuchen, denn ich höre schon einige der Zeilen vor mir in meinem geistigen Gedankenpalast und ich möchte das. Ich möchte dieses Spiel. Wenn ich es machen könnte, würde ich es machen. Meine Stimme einer Videospielfigur verpassen. Ich denke mal, da habe ich heute einen Pick, den viele nehmen würden, weil dieser Charakter einfach schon seit Ewigkeiten keine Stimme hat. Und das finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite frage ich mich, warum sie nicht endlich das mal machen. Und zwar Link von The Legend of Zelda. Wie gesagt, das werden ganz viele wahrscheinlich hier nennen, weil es halt irgendwie offensichtlich ist. Aber das ist nun mal einfach so. Link ist seit meiner Kindheit begleitet, der mich irgendwie mit den The Legend of Zelda Spielen und hat noch nie eine Stimme gehabt. Und mittlerweile sind sie ja übergegangen dazu, dass sie die Spiele von Zelda doch vertonen. Ne? Seit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben die ganzen Charaktere Stimmen. Es gibt Sprachausgabe und so weiter und so fort. Aber Link hat halt einfach immer noch keine Stimme. Sie machen das wahrscheinlich absichtlich nicht, damit man halt in seiner Fantasie sich seine Stimme vorstellen kann. Aber das Problem ist halt, er hat ja nicht nur keine Stimme, er sagt ja auch noch nicht mal irgendwie was in den Spielen. Oder wenn er mal was sagt, dann wird es rausgeschnitten, so blöd gesagt. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen, wenn ich einem Charakter meine Stimme geben könnte, dann wäre es Link. Wobei ich mich, wenn ich jetzt auch ehrlich bin, nicht in der Lage sehe, eine Synchronstimme zu geben. Oder dass ich irgendwas synchronisiere oder so. Das sehe ich mich dann aber auch nicht. Aber es wäre definitiv dann Link. Das ist halt echt eine coole Frage. Ich denke, bei mir wäre es tatsächlich niemand, der wirklich Sätze von sich gibt, sondern ich würde vielmehr so Laute halt von mir geben, wie bei, keine Ahnung, Jump'n'Runs oder so, oder generell bei Nintendo-Spielen zum Beispiel. Wenn es einen Charakter geben würde, den ich, wo ich wirklich sagen würde, ich würde es probieren, dann wäre es er hier, Link, okay? Ich werde einen guten Link abgeben, ich verspreche es. Stell dich vor, ich würde den sprechen, das wäre doch viel zu stark, oder? Was ich aber wichtig finden würde, wäre das Spiel, wo ich spreche. Link vor allem deswegen, weil er halt aus Zelda kommt, logischerweise. Und mir würde es auch reichen, wenn ich irgendwen aus Pikmin grunzen kann, keine Ahnung, was auch immer die da machen. Bleiben wir einfach dabei. Es sind Charaktere, die Laute von sich geben, ne? da sehe ich mich eher. Es gibt unglaublich viele coole, starke Frauen in der Videospielwelt. Ich will aber super gerne einem weiblichen Charakter aus einem neuen Star Wars Game meine Stimme leihen. Ich bin großer Star Wars Fan und wenn das jemals passieren sollte, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja, Star Wars it is. Ich glaube, Lara Croft, weil die ist halt so super cool und ich habe halt so eine Boinky-Doinky-Stimme und ich glaube, das wird dann so voll lustig, wenn die halt so ein krasses Abenteuer erlebt und ich sage dann so, hallo Leute, oder keine Ahnung. Wenn ich einer Figur meine Stimme leihen dürfte, dann wäre das vermutlich irgendein Charakter aus Kingdom Hearts. Ich liebe die Reihe einfach und finde die Charaktere auch größtenteils sehr interessant und könnte mir gut vorstellen, da jemanden zu synchronisieren. Ich meine, es gibt keine deutsche Synchro mehr seit langem, dementsprechend müsste ich dann wahrscheinlich mein Englisch raushauen und das will keiner hören. Dementsprechend
würde ich wahrscheinlich mit einem Benjiro Kazooie-Charakter mitgehen. Oh, ich habe den großen Luxus, dass ich ja schon Fräulein Kelch meine Stimme leihen durfte. Ist die Welt mal gegen dich, dann lach mir freundlich ins Gesicht. Für deine Traurigkeit ist keine Zeit, komm, tanz den Regenbogen. Fühlst du dich mal deprimiert, dann hast du es noch nicht kapiert. Schwing die Hüften ungeniert, tanz den Regenbogen. Zumindest in der Netflix-Adaption in-game gibt es die Option ja auch gar nicht. Und ansonsten, ich... Ja, es ist eine ganz traurige Geschichte. Ich war schon ganz oft in Castings für geile Final Fantasy Rollen. Und es hat noch nie geklappt. Es ist ein ganz, ganz, ganz Wunderpunkt für mich. Also ich hätte sehr gerne jetzt in Final Fantasy 16 die Jill gesprochen. Es hat leider nicht funktioniert. Maria Koschny macht einen wundervollen Job. Liebe geht raus. Du bist wirklich einfach grandios. Aber ich hätte sie gern gesprochen, ich bin ehrlich. Also ja, ne Jill, ich bin am Start. Ruft mich an, sofort. Ich bin da. Tut mir leid, aber ich glaube, auf die Frage habe ich nicht wirklich eine korrekte Antwort. Das Verlangen hatte ich, glaube ich, noch nie. Was ich an sich aber cool finden würde, ist, glaube ich, für Nintendo irgendeinen kleinen Nebencharakter, vielleicht im Mario-Universum einzusprechen. Weißt schon, sowas wie in die Richtung Professor Gitt oder Krankfried. Einfach was, wo man absoluten Kauderwelsch labern kann, der dahinter noch wahrscheinlich absolut ikonisch wird. Yep, ich glaube, das stelle ich mir ziemlich spaßig vor. Ich glaube tatsächlich, ich wäre gerne einfach irgendwie so ein Pirat in Monkey Island, in einem der Monkey Island-Spiele so. Vielleicht irgendwo auf dem Schiff von Guybrush, irgendwie so neu in der Crew oder irgendwo einfach auf einer coolen kleinen Insel, wo man dran vorbeiläuft, denn ich liebe ja das Point-and-Click-Genre und einfach mal so eine Figur aus irgendeinem Point-and-Click-Game zu sein, sowas fände ich sehr, 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 sehr cool. Mir fällt jetzt keine bestimmte ein, aber einfach halt so ein NPC in der Welt von Monkey Island fände ich sehr, sehr witzig. Ja, Lara Croft, relativ easy zu beantworten. Ich kann mich mit ihr identifizieren. Ich glaube, meine Stimme, mit meiner Stimme ist sie auch nicht so schwer zu sprechen, auch gerade da sie eben weiblich ist. Ich mag die alten Spiele, ich mag die neuen Spiele. Ja, Lara Croft würde ich auf jeden Fall meine Stimme leihen. Also.